Ich sitze hier im Garten der Reithalle. Viele Zürcher kennen das, ein wunderschöner Ort, um ein Bier zu trinken. Die Reithalle wurde im 18. Jahrhundert gebaut für die Kavallerie der Schweiz. Die Schweizer Kavallerie wurde hier untergebracht und darum geht es auch heute im Video über Aktien investieren. Übrigens, ganz am Anfang vom 19. Jahrhundert, 1918, wurde die Reithalle als Zufluchtsort des Regierungsrates der Stadt Zürich verwendet, als der Generalstreich ausbrach. Heute sind wir da weit davon entfernt, aber Kriege werden auch nicht mehr auf dem Ross geführt, sondern viel öfters im Flugzeug. Und darüber sprechen wir heute. Zugrunde liegt die FTSE Top 10 Liste der kombinierten Investmentstrategie. Und Sie kennen, FTSE ist der Index von England, also große internationale Konzerne, die hier gelistet werden. Wir haben schon ein paar davon gekauft. Royal Mail habe ich bereits angeschaut, will ich nicht. Application Software ist mir zu unklar. Diversified Minerals and Mining, Anglo American, passt mir auch nicht. Wo mir dann aufgefallen ist, dass es etwas hat, das mich interessiert, ist Meggitt, Aerospace and Defense. Ich glaube, es wird mehr stattfinden in den Lüften und die Verteidigung wird wichtiger werden, gerade in Europa. Ich habe mir also die Aktie genauer angeschaut. Meggitt hatte schlechte Ränge 14, 15, 16 und ist jetzt 17 wirklich dunkelgrün. Nun kann man auch dunkelgrün werden, wenn der Aktienkurs kollabiert. Und das habe ich genau angeschaut, überprüft, ja, wie ist denn das bei Meggitt? Und der Aktienkurs über die letzten 5 Jahre war doch ziemlich horizontal. Es gab zwar ein Hoch, 2014, 2015, das erklärt einen Teil der schlechten Ränge, aber 2016 war die Aktie schon etwa auf dem Niveau, wo sie heute ist. Mit anderen Worten, die gute Bewertung kommt dazu zustande, dass der Gewinn hoch ist. Ich habe mir das Unternehmen genau angeschaut, zuerst gegoogelt und tatsächlich, ich bin nicht der Einzige, der meint, die Aktie sei unterbewertet. Morningstar denkt das Gleiche, eine ausgezeichnete Firma übrigens für Aktientipps. Da musste ich gar nicht mehr lange denken, ich habe mir das Unternehmen angeschaut. Es sind Flugzeuge, es ist auch Defense, ganz klar. Und wenn man die Aufteilung der einzelnen Geschäftsbereiche anschaut, dann ist man, das sieht man hier unter Market, im zivilen Bereich mit etwa 50%, im Militärbereich mit etwa 30% und auch noch im Energiebereich. Eigentlich eine gute Sache für mich, mich überzeugt das Unternehmen. Ich kaufe Meggitt, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer eigenen Entscheidung.